Für mich ist Fußball eine Lebenseinstellung. Vor allem, jeder versteht, es ist genau wie Musik. Vor ca. 40 Jahren kann ich mir vorstellen, dass es für die Frauen beim Fußball sehr schwer war, weil es damals, glaube ich, noch verboten war, weil die Männer noch das Sagen hatten, dass die Frauen in der Küche zu stehen haben, sich ums Haus und die Kinder zu pflegen haben. Als der DFB wohl merkte, da tut sich irgendetwas im Fußball, da sind Frauen, die wollen Fußball spielen, die haben Vereine gegründet und das stieß ihnen fürchterlich auf. Und dann haben die 1957 in Berlin auf ihrer Hauptversammlung beschlossen, wir werden das Verbot aussprechen. Aber das hat uns nicht gestört. Wir wurden stark, wir wurden innerlich, hatten wir die Stärke, wir schaffen das und haben das 10 Jahre geschafft. Die, die schlecht reden wollen, die gibt es immer noch. Und auch in den höchsten Stellen, dass die gar nicht wollen, dass der Frauenfußball zu gut wird. Ja, weil es für die Männerfußball gehört an erster Stelle. Und das darf keiner toppen. Obwohl man das ja gar nicht nebeneinander stellen sollte. Frauenfußball ist Frauenfußball. Es ist eine Männerdomäne. Und manche sehen sich da in der Rolle, dass man denen irgendwas wegnimmt, was ja Quatsch ist. Wir sind Europameister geworden, ach ja, im eigenen Land. Und dann haben wir vom DFB ein Tafelservi bekommen, 44 Teile. Bälle hatten wir noch nicht. Wir hatten zusammen gedrehte Papier- oder Lumpenbälle und damit haben wir Fußball gespielt. Ja? Und als ich mal einen Ball auf der Kirmes, mein Vater hatte geschossen und ich hatte endlich einen Ball, einen richtig schönen, runden Ball. Und ich damit nach draußen gegangen bin, dann hat man mir den irgendwie geklaut. Ja, und dann habe ich immer gedacht, warum dürfen wir Mädchen nicht Fußball spielen? Warum denn nicht? Ja. Und dann, als ich plötzlich 1956 mich eine ansprach und sagte, du sag mal, du kannst doch Fußball spielen, hast du nicht Lust rüberzukommen? Ich bin in dem Fußballverein. Ich sage, mache ich. Puh, das war ein Glücksmoment, dass ich dachte, endlich ist es soweit, endlich kannst du Fußball spielen. Ja, und das war so der Anfang meiner Fußballzeit. Ja. Der Kindheitstraum hat sich erfüllt. Mein großer Traum ist, dass alle Frauen, Mädchen Fußball spielen dürfen und dass viel mehr Frauen gefördert werden wie hier im Verein.